fast sterben können. Lass mich nie wieder allein. Verstanden? Verstanden. Hoch. Du musstest schon mal Leute töten, nicht wahr? Du bist das gewohnt. Wir tun, was nötig ist, um zu überleben. Tiere verstehe ich. Sie sind Nahrung. Draugar sollten ohnehin tot sein. Aber Menschen wollen doch auch nur überleben. Verschließe dein Herz davor. Auf unserer Reise werden uns alle möglichen Kreaturen angreifen. Verschließe dein Herz vor ihrer Verzweiflung. Verschließe dein Herz vor ihrem Leid. Lass nicht zu, dass du etwas für sie empfindest. Sie haben kein Mitleid mit dir. Ich verstehe. War das schon immer hier? Hilf mir mal darauf! Gute Idee! Geschafft! Nächster! Junge! Jawohl! Wie kommst du jetzt rüber?
Vater, werden wir auf dem Weg anderen begegnen? Ja. Netten Leuten? Nein. Wollen sie uns ausrauben? Gut möglich. Ja. Oh. Die ganze Zeit war unser Wald von einem Schutzsymbol umgeben. Aber das Symbol ist da unterbrochen. Hast du die abgeholzt? Sie hatte die Bäume für ihren Scheiterhaufen markiert. Aber warum denn? Komm, wir schauen nach vorne. Also, wie lange werden wir bis zum Berg brauchen? Ich weiß es nicht. Vor Wintereinbruch? Ich weiß es nicht. Schon gut. Sie sehen uns nicht. Soll ich schießen? Warte auf mein Zeichen. Konzentration!
Wenn du helfen willst, lenk sie ab. Jeder, der nicht mein Ziel ist, sollte deins sein. Aber nur, wenn es sicher ist. Das krieg ich hin. Junge, hierher. Ja. Eine Jötnar-Siedlung. Jötnar? Riesen. Du kannst die Schriften lesen? Manche, nur die Sprachen, die Mutter kannte. Aber sie sind alle irgendwie verbunden. Also kann ich manchmal auch Dinge verstehen, die ich nicht gelernt habe, weißt du? Lass dir Zeit beim Schießen. Tempo kostet Präzision. Klar. Hey, ich glaube, da drüben ist eine Truhe. Ich glaube, hier kommen wir durch. Los. Danke. Da ist der Berg. Gehen wir. Noch nicht. Sie hält. Siehst du? Festhalten! Schnell! Ich rutsche ab! Bleib ruhig! Bin gleich da! War gar nicht so schlimm. Augen auf! Deine Eile bringt uns um. Tut mir leid. Wer Draugar? Sie stehen so still. Sind sie tot? Ich meine, noch toter? Junge,
Nicht tot! Nicht tot! Denk dran! Präzision geht vor Tempo! Nimm dir noch mehr Zeit. Es ist egal, wenn du nur ein einziges Mal schießt. Zeig, dass du die Kontrolle hast. Lies es. Oh, das hier war mal ein Marktplatz. Die Riesen haben hier vor langer Zeit mit den Göttern Handel betrieben. Ob Odin wohl jemals hier war? Da oben ist etwas! Etwas bricht durch die Mauer! Sieh mal, da oben ist eine Öffnung. Nächster! Hörst du das? Was ist das? Wird sich zeigen. Bleib in meiner Nähe. Was ist das? Wir gehen also auf den gruseligen Gesang zu. Oh!
Pfeile! Feuer! Warum hat sich der Mann bei unserem Haus angegriffen? Ich sagte doch, Junge, ich weiß es nicht. Sieh mal da oben! Wir müssen wohl wieder darauf. Aber wie? Folge mir. Magie hält es verschlossen. Gesagt, dass man uns vielleicht ausrauben will. Ich töte jeden, der das versucht. Ich habe keine Angst. Wenn wir auf Menschen treffen, hältst du dich raus. Verstanden? Aber ich kann jetzt kämpfen. Du hältst dich raus, Junge. Sprech nicht mehr davon. Nur noch ein.
Junge, hierher. Jawohl. Diese Sprache habe ich schon mal gesehen. Hier, Junge. Da steht, er heißt Rungir. Mutter hat von ihm erzählt. Ein Riesenkrieger aus Stein. Sieht aus wie eine große Schlacht. Da ist Odin, Thor, sogar die Weltenschlange. Oh,
Thor hat ihm den Schädel zertrümmert. Siehst du? Aber da, Rungnirs Leiche fiel auf ihn drauf. Ach, Idiot. Sicher? Glaubst du, hier draußen ist es sicherer? So. Jetzt! Sind das Schneeläufer? Sie sind unberührt. Sieh doch! Los, macht schon mal Feuer! Sigmund, die Messer! So viele Tage ohne Fleisch. Wir? Hinter mich. Und wenn sie sich auch verwandeln? Wir müssen sie am Leben halten. Ihr Fleisch abschaben. Immer nur ein bisschen. Diesen Kampf kämpfe ich allein. Er hat runtergetötet!
Atreus! Junge? Verschließ dein Herz davor. Komm jetzt. Vor uns liegt eine weite Reise. Warte hier. Ich erledige das. Die Kette. Hier. Lass die Kette runter. Mach ich. Atreus, die Kette. Die Kette, klar. Du denkst zu viel nach, Junge. Lass es gut sein. Er hätte dich getötet. Ich weiß, ich musste es tun. Das weiß ich. Es ist nur... Dann gehen wir nach Hause, Junge. Was? Einfach aufzugeben. So kurz nach dem Start. Moment, nein, ich gebe nicht auf. Ich schaffe das. Ich muss nur erstmal, naja, durchatmen. Na los, komm, ich bin bereit. Hör mir zu. Um ein guter Kämpfer zu sein, darf man kein Mitleid mit seinem Gegner haben. Der Weg vor uns ist lang und unerbittlich. Kein Ort für einen Jungen. Du musst ein Krieger sein. Ich verstehe.
bist du! Jetzt komm schon! Auf geht's! Wartest du? Jetzt komm schon! Auf geht's! Dieses verdammte Drecksvieh will einfach nicht über die Brücke laufen. Sie fürchtet sich vor etwas in den Bäumen da. Was ist da? Vater, wirf deine Axt auf die Bäume mit den weißen Stämmen. Auf der anderen Brückenseite. Vertrau mir nur dieses eine Mal. Bitte. Der Baum mit dem weißen Stamm und den orangenen Blättern. Auf der anderen Seite der Brücke. Du hattest recht. Hey, du musst schlau sein oder sowas, Junge. Du bist ein Junge, oder? Wie heißt sie denn? Keine Ahnung. Das Miststück hat ihn gefragt, wie ich heiß, also habe ich's auch nicht. Und du? Brock. Vera Logan. Sag mal, du wirst es mir nicht glauben, aber die Axt, die du da hast, die habe ich gemacht. Ich und mein Bruder. Eine unserer Besten. Also lass niemanden an ihr rumvorwerken, außer uns beiden. Ja! Du musst sie gut behandeln, sonst nimmt sie schweren Schaden. Ich kann sie jetzt für dich verbessern, wenn du das willst, du Mistkerl. Also, was sagst du? Du hast recht. Ich glaube dir nicht. Komm, Junge. Da ist eine Rune in der Form einer Gabel unter dem Griff. Digger Bikia, Dombr, Bagrau. Das war das Zeichen von meinem Bruder und mir, bis wir uns trennten. Die eine Hälfte habe ich hier, da. Also, soll ich sie jetzt verbessern oder nicht? Na schön. Dann verbessere sie eben. Wo ist die andere Hälfte des Zeichens? Ah, die hat mein dummer Bruder. Aber ich habe das Talent. Sie! Gehen wir's an.
Sag's nur, Kleiner. Viel Spaß beim Schießen. Was hast du vergessen? Ein gewinnendes Lächeln, die beste Rüstung. Aber wozu Risiken eingehen? Du bist zufrieden. Etwas für den Jungen? Oh, du hast dich entschieden. Was du willst. Das ist Qualitätsmaterial.